Herzlich willkommen, mein Name ist Kevin Meyer. Einige von euch kennen mich unter dem Künstlernamen Mac. Ich bin 23 Jahre alt, komme aus Düsseldorf und ich mache Musik. Um genau zu sein, mache ich deutschen Rap, aber das soll euch erstmal nicht abschrecken, denn ich plane, einen ALS-Spendensong zu machen und die Einnahmen zu 100% an eine deutsche ALS-Organisation zu spenden. ALS, was ist das? Das werden wir im Laufe meiner Reportage klären. Ich werde dazu einige ALS-erkrankte Personen interviewen, um eure Fragen vielleicht beantworten zu können und um mir Kreativität zu holen für meinen Songtext. Heute interviewe ich die erste Person, das ist meine Mama, die Nicole. Dazu sind wir an einen Bauernhof gefahren, denn ihre große Leidenschaft sind Pferde. Und ich habe den erkrankten Personen gesagt, dass ich an einen Ort kommen möchte, wo sie sich heute noch glücklich fühlen und der ihnen Stärke gibt. Wir werden jetzt gleich das Interview beginnen und dazu kommt ihr einfach mal mit. Ja, hi, ich stehe jetzt hier mit meiner Mama, mit der Nicole. Wir haben mal die Sandy rausgeholt, um euch zu zeigen, was Nicoles schönstes Hobby ist, bis heute noch. Und Nicole, Mama, vielleicht kannst du uns mal ein bisschen über die Krankheit ALS erzählen. Ja, ALS ist eine Krankheit, wobei man, also ich versuche das jetzt mal für jedermann verständlich zu erklären, ohne Fachbegriffe, nach und nach die Fähigkeit verliert, seine Muskeln zu benutzen. Also es treten nach und nach Lähmungen in verschiedenen Muskelgruppen auf und die Verläufe sind halt sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt 7 Unterformen bei der Krankheit ALS und ich habe das große Glück, einen sehr, sehr langsamen Verlauf zu haben mit einer dieser Unterformen, wobei sich da die Spezialisten auch in der Uniklinik Bochum, also in der Bergmannsheilklinik, noch nicht so ganz einig sind, okay, welche Form und in welche Richtung sich das entwickeln wird. Ich habe meine Erkrankung seit 2011 und habe halt verschiedene Fähigkeiten verloren. Unter anderem kann ich mein schönstes Hobby nur noch zu Fuß ausüben. Ich kann nicht mehr reiten, weil die Kraft der Muskeln dafür leider gar nicht mehr ausreicht. Ich würde halt noch nicht mal mehr aufsteigen können, weil die Beine dafür zu schwach sind. Laufen geht noch etwas mit Unterstützung meiner Orthese und der Gehhilfe, wobei halt für weitere Strecken ich mittlerweile auch den Rollstuhl nutze. Diesen sehe ich aber nicht mehr wie am Anfang kritisch und ablehnend, sondern nutze ihn positiv, weil er mich unterstützt. Ja. Ja. Ja, das war dann ja schon mal ein guter Einblick in die Krankheit an sich. Du hast die Orthese erwähnt und, die Krücke, die du jetzt für kürzere Strecken benutzt, und für längere Strecken nimmst du halt mittlerweile einen Rollstuhl. Wir sind jetzt im 4. oder 5. Jahr bei der Krankheit, du hast gesagt 2011. Bei vielen Leuten ist es aber auch schon, dass sie nach 1 oder 2 Jahren spätestens im Rollstuhl sitzen und halt gar nicht mehr laufen können. Und daher sieht man halt, dass das eher ein langsamer Verlauf ist, was die Mama hat, was die Nicole hat. Und wir werden halt im Laufe meiner Reportage noch Fälle sehen, wo das Ganze innerhalb eines Jahres bis zum kompletten Muskelversagen geführt hat. Da wäre zum einen die Frage, wie du gelernt hast, mit der Krankheit zu leben. Ja, ich habe das große Glück, wie gesagt, dass es bei mir sehr langsam voranschreitet. So kann ich mich anpassen an die Verschlechterung jeweils. Und man fängt an, rumzutricksen und ein sogenanntes Meideverhalten an den Tag zu legen. Man vermeidet einfach Dinge, die zu anstrengend sind, und sucht Strategien, um damit besser umzugehen. Und das fängt damit an, dass man halt die nächste Parkmöglichkeit sucht und dass man einfach die Sachen, die einem zu anstrengend sind, einfach weglässt und die ersetzt durch leichtere Tätigkeiten. Und ich denke mal, so habe ich einen guten Weg gefunden, damit umzugehen. Die nächste Frage wäre, was dich jeden Tag motiviert, weiterzukämpfen? Jetzt mal von mir abgesehen, ne? Du hast ja noch 2 andere Kinder. Komm ein bisschen näher. Familie natürlich ganz oben auf meiner Prioritätenliste. Also für meine Kinder lohnt es sich natürlich zu kämpfen und zu leben. Und außerdem habe ich Spaß am Leben. Also ich mache mir einfach diese Zeit, auch wenn sie Einschränkungen hat, zur schönsten meines Lebens. Das habe ich mir so vorgenommen. Und so setze ich das auch um. Und ich denke, das sieht man auch an meiner positiven Ausstrahlung. Ich lasse mir von der Krankheit nicht mein Leben vermiesen. Ansonsten hast du gefragt, wie man sich in der Gesellschaft sonst zurechtfindet. In der Zeit, wo ich noch ohne Krücke und Orthese gelaufen bin, aber ja ein sehr auffälliges, unnatürliches Gangbild hatte, habe ich schon sehr oft Blicke geerntet nach dem Motto, ist sie betrunken oder was hat sie denn vielleicht? Das war schon sehr, sehr unangenehm. Das ist jetzt nicht mehr so, weil es ja jetzt deutlich ist, dass ich irgendwas habe, wobei die Leute natürlich nicht wissen, was ich habe. Aber es ist für mich jetzt so deutlich angenehmer. Ja, die letzte Frage, die ich an dich habe. Wenn ich stehe jetzt.
Was kannst du anderen ALS-Patienten, die vielleicht jetzt neu erkranken oder nicht so stark sind, mit auf den Weg geben? Nicht aufgeben. Auf keinen Fall die Krankheit einfach so akzeptieren und sich hängen lassen und jede Verschlechterung als nicht rückgängig hinnehmen. Denn kämpfen lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe auch ganz, ganz schlechte Zeiten gehabt, in denen ich wirklich ganz, 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 ganz schlecht gelaufen bin. Da neigt man natürlich dazu zu denken, okay, das war's, jetzt verlierst du die Fähigkeit zu laufen. Und wenn man dann aufhört und aufgibt, dann, klar, dann bauen die Muskeln ja noch schneller ab. Ich habe immer weitergemacht und kämpfe immer weiter und das kann ich jedem auf den Weg geben. Kämpft, gebt euch nicht auf, denn die Diagnose muss ja nicht innerhalb kürzester Zeit das Ende sein. Ja, das waren nochmal schöne Abschlussworte. Damit sind wir mit unserem Interview hier auch fertig, durch. Danke dafür erstmal. Wir werden jetzt im Laufe meiner Reportage noch einige andere ALS-erkrankte Personen interviewen. Und ja, lassen wir uns überraschen. Bis dann. Ja, wir sind jetzt hier beim Die zu Hause angekommen. Der Die sitzt zu meiner Linken und ich werde ihm jetzt einige Fragen stellen, die er mir schon beantwortet hat. Ich habe die auf meinem Zettel stehen und fasse die dann für euch nochmal zusammen. Wenn der Die da irgendeinen Einwand hat, dann wird er sich bei mir melden und dann versuchen wir das richtig zu stellen, ne? So, die erste Frage, die ich dir gestellt habe, war, wie du gelernt hast, mit der Krankheit zu leben. Und darauf hast du gesagt, dass du erstmal sehr geschockt warst. Und dann angefangen hast, dich zu informieren und schnell gemerkt hast, die Schulmedizin hilft da nicht weiter. Und dich dann auf Alternativen, nach Alternativen erkundigt hast, wo du auf die Alternativmedizin zurückgegriffen hast, die dann hochdosierte Verwendung von Vitaminen und Mineralstoffen angewandt hat. Und das hat wohl bisher auch geholfen, sagst du, ja? Dass er seine Kraft braucht, um verloren gegangene Fähigkeiten zu kompensieren. Das leuchtet natürlich ein. Und wie man auch sieht, ist er sehr selbstständig noch. Er sitzt am Laptop, hat eben sein DJ-Programm aufgehabt, weil er als DJ noch nebenbei oder hauptberuflich gearbeitet hat früher. Nebenbei. Nebenbei hat er nur. Okay, Entschuldigung. Meine nächste Frage war, was motiviert dich, jeden Tag weiterzumachen, Die? Er hat eine Gegenfrage gestellt, war das schon alles? Und hat dann groß zurückgeschrieben, nein, das kann es nicht gewesen sein. Also es ist ein Selbsterhaltungstrieb und alles, was man alleine macht oder was er noch alleine machen kann, will er auch alleine weiterhin machen. Ist ja richtig, so hast du es mir ja geschrieben. Und alles, was du nicht mehr übst, das kennen wir alle aus der Schule, geht irgendwann verloren. Dann habe ich dich gefragt, wie du dich mit der Krankheit in unserer Gesellschaft fühlst. Du bist erwerbsunfähig geworden durch die Krankheit. Und die Krankenkasse, und das ist halt auch ein Thema, was viele wahrscheinlich interessieren wird, untersteht dir Leistungen, die dir zustehen. Die Sachen, die die Krankenkasse verweigert, zum Beispiel die ganzen Supplements, die ihr hier seht, das kannst du vielleicht mal ganz kurz filmen, was wir hier alles stehen haben. Wir haben hier Alpha-Liponsäure, wir haben Proteine, ja, Carnitin. Halt alles, was die Muskulatur in irgendeiner Form stärkt. Und das möchte die Krankenkasse nicht übernehmen. Und auch, es gibt Verfahren, wo die Hypnose einige Verbesserungen hervorrufen kann. Und auch die unterschlägt die Krankenkasse höchstwahrscheinlich, weil da keine wissenschaftlichen Beweise vorliegen, dass dort geholfen werden kann. Er hat als letzten Satz noch geschrieben, dass er das ohne das Internet, vorletzter Satz, ohne das Internet sehr aufgeschmissen war, da er ja nicht mehr reden kann und durch das Schreiben halt noch mit vielen Leuten in Kontakt bleiben kann. Und als letzten Satz dazu hat er geschrieben, dass es sehr schwer ist, hilfebedürftig zu sein, statt Hilfe geben zu können. Und das fand ich einen sehr schönen Satz von dir, Die. Meine letzte Frage war, weil man sieht ja, der Die ist eine sehr starke Person und ich habe mich natürlich im Vorfeld erkundigt, was kannst du anderen ALS-erkrankten Personen, die vielleicht nicht so stark sind, mit auf den Weg geben? Und da hat der Die mir gesagt, dass man kämpfen muss und eine positive Lebenseinstellung haben muss. Viel Sport und eine Ernährungsumstellung ist da notwendig, weil man halt wahrscheinlich auch durch deine Bodybuilding-Erfahrung viel an Proteinen essen muss, damit der Muskel versorgt ist und halt der Abbau verhindert oder vermindert wird. Und den letzten Satz, den fand ich sehr schön, Die. ALS ist kein One-Way-Ticket to Hell, zur Hölle.
Es ist möglich, Verbesserungen zu erzielen oder das Ganze zu stoppen. Das fand ich sehr gut, das ist sehr positiv und das ist auch ein Satz, den man anderen erkrankten Personen, die vielleicht schon den Kopf in den Sand gesteckt haben, mit auf den Weg geben kann. Ich habe den Dee gebeten, mir einen Ort zu zeigen, an dem er heute noch glücklich ist und der ihn hilft, die Krankheit gut zu überstehen. Und da hat er mir gesagt, dass wir gleich ins Fitnessstudio fahren werden. Das finde ich natürlich selber als Bodybuilder sehr cool, dass wir da hinfahren und er zeigt mir, was er machen kann. Und ja, da bin ich sehr gespannt und ich würde sagen, da fahren wir gleich mal los und dann zeigen wir euch das mal. Oder? Alles klar. Dann bis gleich. Dieses Workout ist jetzt beendet und jetzt gönnen wir uns beide noch einen Shake, ne, damit die Muskulatur jetzt von ihm auch wieder versorgt wird nach so einem anstrengenden Workout. Und ich bin mal so dreist und trink mir mal einen mit dir, ne, auch wenn ich nichts getan habe. Guten Tag, ich bin's wieder, euer Kevin Meyer, euer Mac. Wir sind heute nach Duisburg gereist, um den Holger zu interviewen. Und wir sind gespannt, was er uns auf meine Fragen beantwortet hat, weil auch er kann leider nicht sprechen, sondern hat einen Sprachcomputer. Und wir werden jetzt mal hochgehen und uns überraschen lassen. Viel Spaß. Hallo, wir sind hier beim Holger zu Hause. Das ist der Holger. Der Holger hat einen Sprachcomputer, wie ich vorhin schon mal erwähnt habe, und würden seine Antworten dann ja, über den Computer geben. Das ist halt sehr gut verständlich. Ich habe sowas auch zum ersten Mal gesehen und bin da sehr positiv von überrascht. Und ich würde sagen, da fangen wir einfach mit der ersten Frage mal an. Das war, wie hast du gelernt, mit der Krankheit zu leben? Ich habe nicht gelernt, mit der Krankheit zu leben. Im Gegenteil, die Krankheit muss sich mir anpassen. Das klingt vielleicht jetzt überheblich, doch nur so kann ich damit leben. Ich habe das große Glück, dass ich keine Schmerzen oder Luftnot habe und zudem alles essen kann. Daher sage ich mir, ich habe die Oberhand über diese Krankheit. Was motiviert dich, jeden Tag weiterzukämpfen? Meine Motivation ist die Ablenkung. Ich unternehme recht viel, gehe auf Partys und auf diversen Veranstaltungen. Ich bin auch in den Bandidos. Sie akzeptieren und respektieren mich voll. Ich bin überall gerne bei den Bandidos gesehen und habe viele Freunde unter ihnen. Ich habe sogar Fotos mit den Präsidenten aus unterschiedlichen Ländern und Kontakt zu ihnen. In Duisburg bin ich häufiger auf Partys. Dadurch kennen mich recht viele. Auch diverse Prominente kennen mich. Diese Ablenkung gibt mir Kraft und Motivation. Ich gehe offen auf die Leute zu. Man merkt, viele sind unsicher oder haben gar Hemmungen. Klar, gibt es auch Menschen, die nichts mit Behinderten zu tun haben wollen. Denen kann ich nur sagen, ich hoffe, ihr bleibt ein Leben lang gesund. Du hattest mir ja auch bei Facebook geschrieben, als wir uns den einen Abend, wo ich vorgeschlagen hatte, dass wir uns schon treffen, dass du jetzt feiern gehst und auf der Rolle oder ich weiß nicht, wie genau der Wortlaut war. Das fand ich super positiv. Es hat mich sehr gefreut, auch dass du ja, dich jetzt hier zu Hause nicht einsperren lässt, sondern wie du sagst, halt dich ablenkst und ja, finde ich klasse. Da können wir auch schon zur nächsten Frage kommen. Das hattest du ja schon ein bisschen angeschnitten, dass viele Leute nicht wissen, wie sie mit dir umgehen sollen aufgrund der Krankheit. Und die nächste Frage war, wie du dich in unserer Gesellschaft fühlst. In der Gesellschaft ist vieles noch nicht okay. Unser Staat redet viel von Integration. Die lässt sich aber, nur weil da ein Gesetz zu Papier gebracht wird, durchsetzen. In den Köpfen muss Integration passieren. Warum werden Arzt,
Praxen nicht grundsätzlich unten im Haus vorgeschrieben, damit alle Menschen ungehindert, barrierefrei Zugang haben. Das wäre ein Gesetz, was allen zugute kommt. Wenn ich ehrlich bin, habe ich als gesunder Mensch noch nie darüber nachgedacht, dass eine Arztpraxis im Erdgeschoss sein sollte. Ist ja irgendwie auch verständlich, wenn man damit nicht zu kämpfen hat, dass die Beine nicht mehr mitmachen. Warum soll ich mir darüber Gedanken machen, nicht in den dritten Stock zu klettern, außer aus Faulheit vielleicht? Was kannst du anderen ALS-Patienten, welche vielleicht nicht so stark sind wie du, mit auf den Weg geben? Das ist eine sehr schwierige Frage, was ich anderen Erkrankten raten soll. Jeder geht mit dieser fürchterlichen Erkrankung anders um. Was ich aber sagen kann, ist, wenn die Erkrankung feststeht, rennt nicht von Arzt zu Arzt und vergesst das Leben darüber hinaus nicht. Akzeptiert die Erkrankung nicht. So mache ich es schon 18 Jahre lang. Ja, das ist natürlich auch eine Information, die ich noch nicht hatte, dass das 18 Jahre schon geht. Das ist natürlich, so wie es im Internet steht, bei einer Lebenserwartung von 2 bis 5 Jahren, ja, schön zu sehen, dass, wenn man kämpft, das Ganze noch viel länger gehen kann. Und ich denke, dass das auch ein Ansporn für andere allein schon sein könnte, dass, wenn man nicht den Kopf in den Sand steckt, das Ganze bekämpfen kann, wie du anfangs gesagt hast, dass sich die Krankheit an dich anpasst, sondern nicht du an die Krankheit. Ja, der Holger hat das große Glück, der hat einen Stillstand nach einem Fieberschub. Das ist auch nie so richtig aufgegriffen worden. Ich glaube, der Holger hätte sich das gewünscht, dass da auch mal nochmal hinterfragt wird und vielleicht nochmal geforscht wird, warum das so passiert ist und ob das vielleicht für andere Erkrankte auch irgendein Lösungsansatz sein kann. Ja, und zum anderen kann ich auch nur sagen, nach der Diagnose auf gar keinen Fall den Kopf in den Sand stecken. Denn wenn man davon ausgeht, es ist so, ich habe jetzt nur noch 2 bis 5 Jahre zu leben, dann ist es der Anfang vom Ende und das ist mit Sicherheit falsch. Ja, wir bleiben jetzt sowieso noch ein bisschen hier und unterhalten uns noch ein bisschen mit Holger. Ne, und da freue ich mich drauf, dass ich das auch heute geschafft habe, mit dir zu sein. Und ja, freue mich auch, den Holger kennenzulernen, weil er ist auch eines meiner großen Vorbilder, muss ich sagen. Durch die Vernetzung bei Facebook haben wir ja viel Kontakt so miteinander, untereinander über unsere Gruppe. Und ja, vielleicht sollte man das auch mal erwähnen. Es gibt ja den Verein ALS, der Wunsch zu leben. Und wir haben bei Facebook halt eine Gruppe, die nennt sich ALS, Amyotrophe Lateralsklerose. Ja, da können andere Betroffene ja auch mal reinschauen und sich mit Rat und Hilfe, da Rat und Hilfe finden. Das hat mir sehr viel weitergeholfen. In vielen Dingen. Ja, klar. Ja, ich würde sagen, das Ganze blenden wir dann zum Schluss nochmal für euch ein, dass ihr den Link habt und wisst, wo ihr da suchen müsst oder suchen könnt, wenn ihr daran Interesse habt, auch als gesunde Leute vielleicht den Verein zu unterstützen in jeglicher Hinsicht, ob es nur moralischer oder seelischer Beistand ist oder finanziell, das ist ja jedem selber überlassen. Und ich würde sagen, wir machen uns das jetzt hier noch ein bisschen gemütlich, unterhalten uns noch ein bisschen mit dem Holger und sehen uns an die Tage wieder. Tschüss. Ja, herzlich willkommen. Wir sind jetzt hier in Leverkusen bei der Kerstin. Und auch der Kerstin habe ich vorab einige Fragen gestellt, die sie mir mittels ihren Computer beantworten wird. Und ich würde sagen, da starten wir einfach mal. Ich hole nochmal meinen Fragenzettel raus und dann fangen wir einfach an. Ja, meine erste Frage war, Kerstin, wie du gelernt hast, mit der Krankheit zu leben. Ich war lange im Krankenhaus und musste lange auf die Diagnose warten. Meine Eltern waren und sind immer für mich da und geben mir sehr viel Liebe. Ja, sehr schön. Also die Kerstin musste sehr lange auf ihre Diagnose warten, wie es wahrscheinlich bei den meisten ALS-Patienten ist. Da habe ich auch natürlich bei meiner Mutter gesehen. Die zweite Frage, die ich euch gestellt habe, war, was dich jeden Tag motiviert, weiterzumachen, Kerstin, weiter zu kämpfen? Die Liebe, die ich spüre, und ich weiß, dass trotz der Krankheit noch einiges möglich ist. So waren wir eine Woche an der Nordsee im Urlaub und heute sind wir hier zum Shoppen. Ja, seid im Urlaub gewesen an der Nordsee, heute seid ihr hier zum Shoppen. Ihr habt mir auch schon gezeigt, dass ihr euch schon was Schönes gekauft habt.
Ja, sehr stark, dass man sich von der Krankheit einfach nicht unterbuttern lässt. Und ich denke, das war auch die Message, die ihr mir damit übermitteln wolltet oder die du mir übermitteln wolltest, Kerstin. Meine nächste Frage war, wie du dich in unserer Gesellschaft fühlst. Man ist irgendwie ausgeschlossen. Viele Freunde haben einen verlassen, weil sie mit der Situation nicht umgehen können. Das macht mich traurig. Ja, das glaube ich, dass einen das traurig macht. Du bist jetzt die vierte, die mir erzählt, dass durch die Krankheit sehr viele Freunde weggegangen sind, weil sie damit nicht umgehen können. Und ja, da zeichnet sich ja ein ganz klares Muster ab, dass wahre Freunde zu einem halten und man ganz schnell erkennt, wer Freund und wer Feind ist. Ne? Die nächste Frage ist, was du von der Eisbucket Challenge hältst. Toll, einfach super, was für uns Betroffene damit erreicht wurde. Die Spenden, die zusammenkommen, werden hoffentlich sinnvoll in die Erforschung von ALS eingesetzt. So viele Berichte über Betroffene und die Krankheit gab es sonst in 10 Jahren nicht im Fernsehen. Ja, das sind wahre Worte. Wir haben es ja alle mitbekommen in den Medien und ja, bei Facebook natürlich jeder, die Ice Bucket Challenge, wobei leider der Sinn da ein bisschen verloren gegangen ist. Aber du sagst es ja schon, der mediale Hype, der dadurch erreicht wurde, ist wahrscheinlich mehr wert als alles andere. Ja, und jetzt meine letzte Frage war, was dich motiviert, jeden Tag weiterzukämpfen? Weiterkämpfen, weiterleben und trotz der Behinderung versuchen, am normalen Leben teilzunehmen. Sich kleine Ziele setzen und diese nach und nach verwirklichen. Und alle möglichen Therapien mitnehmen. Jetzt habe ich aber an euch noch eine Frage, beziehungsweise 2 Fragen. Ja, wie es für dich als Mama war, so eine Diagnose zu hören? Es war ein Schock gewesen, weil man rechnet ja nicht damit, mit so einer schlimmen Erkrankung. Ich habe zwar schon mal damals von dem Jörg Immendorf gehört und von dem Stephen Hawking, also ich habe schon mal von ALS gehört, aber mir war nicht bekannt, dass auch so junge Menschen davon betroffen sein können. Und weil bei Kerstin alles so untypisch war, dieser schnelle Verlauf, innerhalb von einem knappen halben Jahr ist Kerstin von einem gesunden Menschen zu einem ganz kranken Menschen geworden. Sie kann nur noch die Augen bewegen. Und ich hätte nie für möglich gehalten, dass uns das mal treffen wird hier, dieser Schicksalsschlag. Und es ist halt ein Schock. Und wir wurden so überrollt. Wir hatten überhaupt gar keine Zeit, uns damit richtig auseinanderzusetzen. Und wir hatten auch wirklich bis zur Diagnose am 8. März 2013 immer noch gehofft, dass es eine andere Krankheit ist. Eine so eine Autoimmunerkrankung wie Guillain-Barré-Syndrom, welches ja auch in vielen Fällen auch wieder heilbar ist. Wie zum Beispiel bei Markus Babbel, der hatte ja dieses Guillain-Barré-Syndrom. Und da haben wir auch immer gehofft, dass es so eine Autoimmunerkrankung ist und dass Kerstin wieder ganz gesund wird. Also da hätten wir nie mit gerechnet, dass Kerstin ALS haben könnte. Tja, glaube ich. Danke erstmal dafür. Ich kann da nicht so viel zu sagen erstmal. Ich muss das immer selber sacken lassen. Eine Frage hätte ich noch. Ja, wir haben uns ja im Vorfeld schon ein bisschen unterhalten. Und wie du es immer weiter schaffst, so eine starke Frau zu sein. Ja, also viele sagen uns, ihr seid so stark, obwohl ich mich manchmal gar nicht so stark fühle. Also auch ich habe Zeiten, wo ich auch denke, ich schaffe das nicht mehr. Aber wir lieben Kerstin und das gibt uns die Kraft, immer weiter zu kämpfen. Und auch Kerstin ist jung und wir hoffen ja auch immer, dass bald die Ursache gefunden wird, wodurch ALS entsteht und dann auch an einem Medikament geforscht wird. Und Kerstin auch davon profitieren kann und auch immer die Hoffnung ist da, dass Kerstin auch wieder gesund werden kann. Wir drei halten zusammen, ne? Und wir sind auch froh, also, dass wir uns drei auch haben, ne? Und auch mir gibt auch mein Glaube Kraft, der Glaube an Gott, ne, dass da irgendjemand ist, der uns hilft.
Man steht immer wieder auf. Natürlich sind Zeiten, wo man verzweifelt, aber man steht immer wieder auf. Und wir leben von Tag zu Tag. Wir machen aus jedem Tag das Beste. Und ja. Eine letzte Frage hätte ich noch. Was kannst du vielleicht anderen Angehörigen von ALS-erkrankten Personen, die jetzt vielleicht neu erkrankt sind oder nicht so stark sind wie ihr, was kannst du dir mit auf den Weg geben? Also, dass sie wirklich ihren erkrankten Angehörigen unterstützen. Kerstin, reicht das oft, dass einfach nur jemand neben ihr sitzt, ihre Hand hält, dass einfach nur jemand da ist. Man muss da nicht groß Programm machen oder so, aber alleine anwesend sein und Trost, das spendet schon Trost. Also sich nicht abwenden und auch keine Angst haben, ne? Keine Berührungsängste haben. Ne? Auch ich merke, wir haben sehr, sehr liebe Nachbarn, die kommen manchmal für 10 Minuten vorbei und das reicht schon, das freut einen, diese Anteilnahme. Darum geht es, das geht gar nicht darum, dass dann Angehörige dann stundenlang da sind, aber einfach nur mal vorbeikommen, wie geht es dir? Und auch nicht immer nur von der Krankheit sprechen, auch mal von normalen Erlebnissen, auch mal vorbeikommen, ach, und mal von sich erzählen und sich mitteilen. Und ganz normal, ne? Kerstin möchte das auch gar nicht, dass immer nur über die Krankheit gesprochen wird, sondern auch mal ganz, ganz normal erzählen und ganz normal damit umgehen. Und wirklich, man darf keine Berührungsängste haben. Das ist auch für mich gut zu wissen, weil ich am Anfang meiner Reportage war ich halt immer sehr vorsichtig und ja, man weiß ja nicht, tut man demjenigen weh oder nicht, weil halt durch das, dass sie nicht richtig sprechen können teilweise oder gar nicht mehr, das verunsichert einen, ne? Wenn man halt mit jemandem spricht und es kommt keine Antwort zurück. Und ich denke, dass das ein sehr guter Anreiz auch für Leute ist, die gesund sind und mit kranken Menschen generell zu tun haben, dass man keine Berührungsängste genau. haben soll. Weil viele wissen ja gar nicht, also manche denken ja auch, dass ALS-Erkrankte geistig behindert sind und dem ist ja nicht so. Das ist das Schlimmste daran. Genau, man ist ja geistig voll da. Und man ist im eigenen Körper gefangen. Und der Oliver Jünke hat mal gesagt, ich bin nicht krank, ich kann mich nur nicht mehr bewegen. Und da hat er eigentlich recht. Ja. Ne? Dadurch, weil man ist ja sonst geistig, ist man ja da. Man kann sich nur nicht bewegen. Und da müssen sich viele drüber im Klaren sein. Ja, und ich denke, das ist auch das Schlimmste, dieses Stichwort gefangen im eigenen Körper. Aber ich habe auch schon im Rahmen meines Songtextes habe ich auch schon ein Zitat aufgegriffen, was du eben gesagt hattest. Und das war, die Hoffnung stirbt zuletzt. Genau. Das war halt, so viel kann ich schon verraten, der erste Satz in meinem, das erste Wort in meinem Lied ist Hoffnung. Weil ich denke, dass das das ist, was alle haben sollten. Wir freuen uns jetzt erstmal auf deinen Song. Genau. Und schauen mal, was du daraus machst. Ne? Ihr bekommt ihr natürlich zuerst, also alle, mit denen ich zusammengearbeitet habe, daran. Ja, natürlich. Ja, gut, dann würde ich sagen, bedanke ich mich erstmal bei euch, dass wir das alles einrichten konnten. Und ich denke, dass wir uns mit Sicherheit nochmal wiedersehen werden. Ja, gerne. Also kannst du uns gerne besuchen? Ja, gerne. Mhm. Ja, wir werden uns wiedersehen und ich bedanke mich bei euch. Ja. Tschüss. Dankeschön auch bei dir.